Leute, ich war echt am Überlegen, ob ich in der vorigen Folge nicht aufgeben sollte, aber ich mache weiter und damit sage ich herzlich willkommen und hallo und auch dann Dolo, der neben mir steht, nachdem ich mit ihm einen harten Kampf hatte. Nicht mit ihm, sondern mit den Orks. Und jetzt gilt es dazu, den Leuchtturm nochmal den Weg abzusichern. Vielleicht sind da auch noch einige Orks versteckt. Man weiß es nicht. Ah, gut, okay. Ich dachte schon, was bewegt sich denn da? Hallo. Mach doch was. Kein Bock, jetzt die Fackel einzupacken. Okay, so geht's auch. Ja, dann können wir erstmal die Blutfliege auflesen. Ein paar Dunkelpilze sammeln. Da war doch noch einer, richtig. Aber ich glaube, das mache ich erst tagsüber, bevor ich hier irgendwie noch in die Natur, in den Wald schreite. Es geht darum, erstmal hier alles zu sichern. Ob es hier noch irgendwelche bösen Überraschungen gibt. Warum geht ihr Blutfleck da nicht weg? Das nervt. Gut, okay, dann werde ich dann mal gleich speichern, wenn ich oben angekommen bin. Wie das aussieht, ist am Leuchtturm wohl nichts. Ja, perfekt. Der Weg ist safe, liebe Leute. Wir können Gritta hier hochschicken, beziehungsweise begleiten. Wow, da sind sie. Ich finde das gut. Der Blutfleck ist immer noch da. Vielleicht sollte ich mal neu laden. Vielleicht geht er dann weg. Ja, dann ist ja auch die Fackel weg. Sowas Beklopptes jetzt aber auch. Aber ich habe genug Fackeln und ich werde mir nochmal eine anzünden. Eine Fackel. Wo bist du denn, Fackel? Ach, da bist du ja. Okay. Blutfleck ist weg. Fernando, hast du was zu sagen? Womit verdienst du dein Gold? Okay. Hier ist schon mal alles sehr ruhig, sehr vertraut. Jora, gucken, Alrik. Ah, okay, die haben noch keine Gesprächsoption, so wie das aussieht. Auch nicht Hanna. Dann Dolo, gehen wir wieder runter. Um Gritta zu holen. Nachher sind irgendwelche Orks wieder. Irgendwo auf der Lauer. Kann ja sein, deswegen kommst du sicherheitshalber mit. So, unten am Tor angekommen. Gibt's hier noch nichts was zu holen? Nichts zu holen, gut. Okay. Schauen wir mal uns weiter um. Halten uns links. Hier liegt noch eine Waffe. Halten uns möglichst hier am Hotel. Eine Hotelwand auf. Wie das aussieht. Jetzt runtergehen. Gritta Bescheid geben. Hör mal auf zu trinken, ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Komm. Komm. Hoffentlich geht alles gut. Okay, er hatte ja schon die Komm-Option gehabt. Komm, Gritta, komm jetzt. Komm jetzt mit. Mit Dandolo. Alle drei zusammen. Könnte klappen. Bitte. Super. Das muss man immer hier so ein bisschen peu à peu machen. Dann klappt das auch. Immer in die äußerst gelegenen, entlegenen Ecken. So, bevor wir wieder rausgehen. Kann ja sein, ne? Wir wissen nicht, was die Entwickler sich jetzt dabei gedacht haben, wenn ich Gritta zum Mitkommen aufforderte. Los, nicht in die Nähe der Ork-Elite gehen. Ja. Jetzt Schuss durch. Durchs Tor durch, bitte. Schön. Und jetzt Schuss zum Leuchtturm. Was ist denn jetzt los? Dolo, du sollst hier nicht irgendwelche Sachen machen, die ich hier nicht will.
Und du hast ja noch was erledigt, oder? Nee. Okay, Leute, weiter. Wir machen hier keine Picknickpause und essen hier irgendwelche wilden Ratten. Wow, wir sind da. Eine Nacht- und Nebelaktion. Ugritta, du Sissy, jetzt sind wir hier. Hallo, da bist du ja. Du konntest den Orks also entkommen? Wie du siehst, alles in Ordnung? Ja, alle Mann sicher angekommen. Und das haben wir alleine dir zu verdanken. Das werden wir dir nie vergessen. Wie du siehst, konnte ich Gritta retten. Das hätte aber auch ins Auge gehen können. Die Flucht über die Stadt war ganz schön riskant. Da sagst aber du was. Glücklicherweise ist ja alles gut gegangen. Ach ja, bevor ich es vergesse. Baltram wollte noch mit dir sprechen. Er sagt, es ist wichtig. Am besten sprichst du direkt mit ihm. Du findest ihn hinter dem Leuchtturm. Okay. So, Gritta. Sagst du noch was? So, wir sind da. Innos sei Dank, ich hatte so eine Angst. Keine Sorge, ihr seid hier erstmal sicher. Hoffentlich. Hoffentlich. So, erfüllte Mission. Gefahr durch Vampir gegen Durst. Der Leuchtturm von Gorinus. Nee, ist wahrscheinlich noch nicht fertig. Fluchthelfer, gut. Ach ja, ich sollte ja nochmal mit Baltram quaken. Ah, der ist hinterm Leuchtturm. Wo könnte denn hinter dem Leuchtturm sein? Dann gehen wir mal hier hin. Nee, hier ist ein Zaun. Komm, wir gehen. Ach, da hinten, der pafft da ja. Da kommt jetzt Sandolo mal nicht mit. Sagen wir erstmal, warte auf mich am Leuchtturm. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Zwei Leuchtturm. Warte auf mich. Na gut. Am Leuchtturm, gut. Okay. Sobald Rämsche. Oh, da sind da drei Leute. Wer ist denn hier noch alles da? Ist Baltram. Ach, da. Okay. Ich sehe. Hat alles geklappt. Ja. Dank deiner Hilfe. Ich möchte mich daher im Namen von allen nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Ohne dich wären wir bestimmt den Orks in die Hände gelaufen. Was werdet ihr jetzt tun? Erstmal hier bleiben. Vielleicht sind wir ja hier einigermaßen sicher. Da wäre ich mir nicht so sicher. Es hatte sicher einen Grund, warum die Orks den Leuchtturm besetzt gehalten haben. Auf jeden Fall müsst ihr damit rechnen, dass die Orks mal eine Patrouille hierher schicken werden. Keine Sorge, wir werden die Augen offen halten. Falls Orks kommen, werden wir uns in den Wäldern versteckt halten. Ach ja, bevor ich es vergesse. Die Leute haben für dich gesammelt. Wir hoffen, dass dir dieses Gold bei deiner Mission helfen wird. Oh, wie süß. Danke. Ich habe doch gar keinen Geburtstag. Okay, ich glaube, die anderen haben keine Gesprächsoptionen mehr. Wahim, Meldor. Buß. Okay, den sollte ich ja nochmal fragen. Weißt du jetzt, was Lord André zu Larios gesagt hat? Ja, ich kann mich wieder erinnern. Lord André sagte zu Larios, dass sie sich zum alten Turm durchschlagen wollten, der sich in der Nähe von Onas Hof befindet. Da sind sie also. Vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Schließlich hast du mich aus der Kanalisation herausgeholt. Da war ich dir was schuldig. Aber jetzt sind wir quitt. Genau, wir sind jetzt Quittengelee. Das heißt also, der Leuchtturm vom Fluchthelfer ist abgeschlossen. Und wo ist Lord Hagen? Er hat gesagt, Onas Hof. Das hat man ja schon hier in den ersten zwei Absätzen lesen können. Ja, Larius in Onas Hof. Ich sollte mich so bald wie möglich auf den Weg zu André machen und mit ihm sprechen. Gut, dann werden wir erstmal abspeichern. So, aber erstmal nach diesem harten Kampf eine Runde schlafen. Das ist ganz wichtig, ja. Die schlafen auch noch. Oder schon. Na, Gritta, alles gut, alles klar. Gut. Dann machen wir aber Sonnenaufgang schlafen. Jetzt hält er wieder seine. Aber was soll's. Lassen wir es mal fallen. Und wenn wir hier oben schon in der Nähe sind, dann hole ich mir den Dandolo ran, um
den Schattenläufer mit ihm zu killen. Dandolo? Er schläft, okay. Komm mit, gibt was zu tun. Komm mit, auf geht's. Auf geht's, genau richtig. Dann gehen wir hier rum. Psst, auf leisen Sohlen, die anderen schlafen noch. Guck, Konstantino, Anna, einfach so auf dem nackten Boden. Das ist nicht gerade gesund. Und ihr sollt hier eigentlich Wache halten. Wir liegen hier rum wie tot. Ehrlich. Na, Dandolo, komm. Schattenläufer killen. In der Nähe muss er sein. Dandolo, wir machen eine andere Strategie. Ich lock dir den Schattenläufer mal ran. Du beschäftigst ihn ein bisschen. Ich werde hier oben hochklettern. Beziehungsweise ich versuche es, den Schattenläufer von hier oben noch mit zu schädigen. Dandolo sei standhaft. Jetzt beschäftige doch mal den Schattenläufer, Dandolo. Was machst denn du? Wo ist der jetzt wieder hin? Was? Nee, ne? Sind die jetzt alle im Arsch oder was? Nein, das nicht. Das glaube ich jetzt nicht hier. Schon wieder so ein Mistvieh. Oh, weia. Die schlafen noch. Nicht auf Dandolo schießen! Das ist ja wieder mal äußerst komisch. Ich will nun hoffen, dass der Schattenläufer sich die ganze Zeit mit Dandolo beschäftigt. Dandolo, oh ja, der muss natürlich unbedingt. Ich gehe doch ein bisschen näher ran. Das war geil, Dandolo, was? Ha, Baluti. Was können wir denn alles nehmen? Zwei rohes Fleisch, Krallen, Fell, Horn und Zähne. So, und die haben nichts mitgekriegt? Sind auch unverletzt? Ich fasse es nicht. Die haben bei diesem Spektakel überhaupt nichts mitgekriegt. Ja, herrlich. Dann gucken wir mal, was es da oben noch zu holen gibt. Auch was Lustiges. Dachte, der mampft gleich die Leute da auf. Oh, gut, dass du uns vor den Orks gerettet hast und überhaupt. Aber mit dem Schattenläufer haben wir nicht gerechnet. Ja, scheiße, irgendwie auch. Okay, gehen wir hier rein. Hier gibt's bestimmt Loot. Denn Loot ist gut. Hm? Okay, klar. Ach, ich bin die ganze Zeit versucht, hier mit der Gothic 1 Steuerung hier zu machen. Ich muss wieder umdenken, weil ich nämlich parallel auch noch etwas anderes Let's Player auf Gothic 1 Basis. Wer Lust hat, kann ja auf meinem Kanal gucken und dann einen Kommentar abgeben. Gucken wir doch erstmal, was die Lederbeutel so alles so in sich haben, wie zum Beispiel der 50er Lederbeutel und der 25er Lederbeutel. Dann habe ich hier noch drei andere mit 100. Nochmal 100. Das passt doch wunderbar. Weiter geht's. Was müssen wir denn eigentlich weitermachen? Wir haben doch die Quest geschafft, oder nicht? Wir müssen zu Onas Hof. Dandolo, wir müssen zu Onas Hof? Jetzt gehen wir mal einen ganz unkonventionellen Weg. Ich komme ja zum Onas Hof. Okay. Da haben wir so das übliche Gezücht. Ah!
Okay. Gut, auch sie mit Gebrüll. Mit Wolfsgebrüll. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den... wollte doch den Wolf hier skalpieren. Hm? Blutfliegelchens? Gibt's hier noch irgendwas Verstecktes? No? Oh, ein Keile. Guck mal, ein Keile. Lass uns Keiler jagen. Das geht doch. Sorry wegen der Ruckler. Oh, Swamp Town. Da versteckt sich noch was drin. Da sind nur ein paar Ratten. Dandolo, weißt du was? Wir machen hier noch, bleiben beiden Blutfliegen kalt und ich werde dann. Okay, zu spät. Oh! Da haben wir ja doch noch was. Dandolo, da hinten sind so lustige Raptoren. Da, siehst du die? Meinst du, die schaffen wir? So, Dandolo, lass uns weiterziehen hier. Gegen die haben wir noch keine Chance. Weißt du was, ich guck mal auf unserer Karte, wo wir hin müssen, zu Onas Hof. Gucken wir mal. Karte von Tamora, Karte zur Kohlenmine, Athanos, Borines, Landkarte. So, wir befinden uns da also genau in die Richtung rechts unten zu Onas Hof. Das ist schön, dann weiß ich Bescheid. Los, komm! Auf sie mit Gebrüll! Ja, toll. Das war überhaupt gar kein Gebrüll hier. So, pass auf, ich hol mir hier noch ein paar Pilzchen und dann machen wir gleich noch einen Abstecher. So, weit ich das noch irgendwie im Kopf habe, war hier oben noch was. Versteckt sich hier einer drin? Keiner? Bis jetzt noch nichts gesehen. Mittlerer Lederbeutel, Eispfeil, auf jeden Fall jede Menge Lootzeug. Klasse. Da ist ein Teleport. Eine Teleport-Plattform. Und eine Truhe, die ich nicht aufkriegen werde. Oder? Versuchen wir es mal. Ah, okay. Ah, ja. Ein paar Dietriche, Pfeile, Gold. Schön. Auch das haben wir. Wir werden natürlich nicht da durchgehen. Dandolo hier durch diese Platte da. Ich bin mal gespannt, ob du so bekloppt bist, mir nicht so zu folgen. Hallo? Versuchen wir was. So. Gucken. Der geht da rüber und wird nicht weggebeamt. Naja, wahrscheinlich war er nicht genau da drüber. Gut, okay, weiter geht's. Onas Gehöft. So, hier gibt's einen Handweiser und eine Heilpflanze. Nach Corines zur Taverne. Und ein paar Ratten gibt's noch auf dem Weg dahin. Wie geht der denn zum Hof? Naja, hinfliegen kann ich nicht. Ah, Gobbi-Gobbis. Oh,
Und das war's auch für den Goblin. Da ist nichts zu holen. Bei dem nichts zu holen gibt. Zur Taverne. Was jetzt? Oh, da gibt's wieder Orks. Alles klar. Schaffen wir das? Gut, dann Dolo, dann gucken wir mal, wie viele sind's denn? Da sind ja 1, 2, 3 sichtbare. Ach, der eine ist beschäftigt mit dem Mole Rat. Ja, da wollte ich mal. Oh, 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 oh. Ich wollte gerade Feuerschutz geleiten, aber. Okay, das könnte klappen. Nicht mich hauen! Nochmal einen besseren Pfeil ziehen. Dann gehen wir weiter, Dandolo. Komm. Gucken wir mal, was die drei Orks da machen. Oh, bei denen gibt es wohl Molorad-Frühstück. Okay. Sicheren Abstand wahren. Der kommt auf mich zu. Hallo? Okay, der wird abgelenkt. Ich hau den mal ab. Wunderbar. Der andere bleibt untätig stehen. So ist das gut. Finde ich das klasse. Krusch, Agasch. Noch paar. Und weiter geht's. Na? Jetzt. Dandolo endlich auch mal die Nahkampfwaffe gezogen. Das schaffst du ganz gut. Orkkriegerchen. Mal schauen, was hier alles so rumliegt. Ein Pfeil. Noch ein Pfeil. Jede Menge Pfeile. Da ist nichts zu holen. Molorad ist nichts zu holen. Seit wann können die denn hier... Seit wann können die Orks denn die Molorad nicht zu holen? Zange. Ich setze mich jetzt auf eine Zange. Okay. Das ist eine Bank. Hier haben wir noch jede Menge Pfeile. Ah, hier gibt es ein Stück Molorad-Fleisch. Ach ja, das ist dieser Überfall, den es mal gab. Jede Menge Gold, Krautstampfer, Pech, was man hier nicht alles zum Glück findet. Rostige Schwedge. Oder ist wieder eine Höhle. Schauen wir doch mal einen Blick hier rein. Nö, nix. Bis auf eine Truhe. Oh, die muss ich wieder knacken. Also, geht doch. Oh, dafür gibt es mal wieder ein paar Dietriche. Und wieder eine. Und ein kleiner Lederbeutel. Und hier gibt es wieder eine Truhe zu knacken. Schauen wir mal, was die macht. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Die geht noch nicht auf ohne den richtigen Schlüssel. Okay. Spannend. Hier liegt bestimmt noch ein bisschen Zeug rum. Ja, wie zum Beispiel Gold und jede Menge Pfeile, die in einem Skelett stecken. Ein Wolfszahn. So. Wenn mich nicht alles täuscht, kommt gleich da hinten die Taverne und dann geht's rechts unten zu. Ja, da hinten ist das schon. Nee, links, glaube ich, geht's runter, oder was? Oder wie? Ich und meine Orientierung. Ja, okay. Wir laufen hier direkt drauf zu. Dandolo. Oh. Wo ist der Kerl hin? So, Dandolo, folgst du mir? Ja, er folgt mir. Wollen wir ein Trinken gehen da hinten in der Taverne, Dandolo? Ich weiß nicht. Zum Kloster geht's hier. Dann pass mal auf. Gucken wir mal.
Wie verhält sich das denn hier? Ja. Schauen wir mal. Da sind tatsächlich Söldner drin. Dandolo, da sind Söldner drin. Oh, mit Feuerpfeilen. Das ist nicht gut. So, ich glaube, hier müssen wir ganz leise sein. Gehen wir mal hier in die Richtung. Guck mal, ganz viele Scavenger. Ja, die kriegen wir hin, ne? Die kriegst du hin, Dandolo. Die kriegst du ja hin. Nicht ich. Mein Gott, Dandolo, mach doch mal was. Ist der hier? Und ich sacke hier die ganze Zeit die Schmerzpunkte ein. Nicht zu holen. Jetzt gehen auch die Blutflecken nicht mehr weg. Warum ist das so? Da kann ich nur speichern. Und neu laden. Die sind immer noch da. Na, dann starte ich das Spiel mal neu. Jetzt sind sie weg. Sehr gut. Müssen wir denn hier in die Richtung, Dandolo? Müssen wir denn da hin? Nö, wir müssen noch an diesem Weg hier irgendwie lang. Da steht das ja auch hier. Dunkelpilz steht hier. Zum Großbauern. Da sind wir nur auf dem richtigen Weg. Ah ja, und jetzt erkenne ich mich auch wieder ein bisschen aus. Wir werden aber nicht großartig weit ab vom Weg gehen, weil ich möchte doch noch hier... Lüge. Die werden wir offscreen werden wir sie bearbeiten, die Lurker. Ich möchte doch ganz gerne wissen, was auf Onas Hof los ist. Du folgst noch schön, das ist gut. Mhm. Ja, okay, die Keiler werden wahrscheinlich uns gleich angreifen, so ein bisschen. Zücken wir schon mal unsere Waffe. Da, siehst du? Oder so. Da kann ich ja wieder Leder gerben. Das ist gut. Nun, ich habe auch die Vermutung, Dandolo, dass wir hier in dieser Hütte auch wieder von irgendwelchen komischen Söldnern begrüßt werden. Nee, hier steht Heckard. Ist das ein Söldner? Das werden wir gleich wissen. Okay. Heckard. Heckard, aufwachen. Was machst du denn hier? Hast du denn keine Angst vor den Orks? Keine Sorge, vor denen nehme ich mich schon in Acht. Heckard ist nicht der Mann, der sich so leicht fangen lässt. Also Heckard ist dein Name. Ich heiße Roland. Wartest du hier auf jemanden? Vielleicht jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Oh, toll. Super, und was geht's denn? Um was geht es denn? Ich habe meine Armbrust verloren und du warst der Mann, der in der Lage war, sie zurückzuholen. Warum holst du dir denn deine Armbrust nicht selber? Tja, da gibt es folgendes Problem dabei. Ich bin verletzt, ich wollte Lurker jagen gehen. Du wolltest Lurker jagen? Wo denn? Am großen See beim Pass, ja. Gibt es eine Menge davon. Leider aber musste ich feststellen, dass ich diesen nicht gewachsen war. Nun, das sollte man wissen, bevor man auf die Jagd geht. Witzbold, das waren keine gewöhnlichen Lurker. Irgendwie sind die mutiert. Mutiert? Ja, die Viecher sind jetzt viel stärker als vorher. Sicher eine Teufelei der Schwarzmagier. Welche Schwarzmagier? Na, diese Kerle, die jetzt mit den Orks umherziehen. Ich bin sicher, dass irgendeiner von denen etwas ins Wasser geschüttet hat, was die Viecher kräftiger macht. Auf jeden Fall konnte ich den Lurkern nichts anhaben. Ich musste halt über Kopf fliehen. Dummerweise hat mich ein Vieh noch in den Oberarm gebissen, bevor ich abhauen konnte. Dabei habe ich meine Armbrust verloren. Sie muss jetzt irgendwo in der Nähe des Sees liegen. Mhm. Toll.
Okay, ich helfe dir doch mal. Okay, ich helfe dir. Ich danke dir. Wenn du mir meine Armbrust zurückbringst, sollst du auch eine Belohnung von mir bekommen. Viel Erfolg. Viel Erfolg, ja toll. Naja, ich war der Meinung, ich komme noch bis zu Onas Hof. Dandolo, wir müssen für diese Folge Schluss machen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euren Zusehen und gebt mir Daumen und einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, tschüss.